Was machen wir jetzt? Und wir alle bauen sich ja so auf, habe ich das Gefühl. Und wir haben bis jetzt nur Scheiße, also nichts Sinnvolles irgendwie in den Folgen gemacht, habe ich das Gefühl. Warum das denn nicht? Ich weiß nicht, wir waren einmal in den Minen, das war vielleicht sinnvoll. Und sonst haben wir nur unsere Häuser irgendwie immer die Zeit da so vergammelt. Also ich auf jeden Fall, ich habe irgendwie die letzten Folgen einfach überhaupt nichts geschafft. Klar, wir haben doch schon entschadet und so. Ja, das schon, aber. Hey, wo bist du hin? Ach, egal, ich laufe gerade aus meinem. Bei minus 300 und minus 2380. Ah, da bist du. Alles klar. Jetzt kommt hier erstmal Wasser. Minus 2000 waren die. Ja. Noch 1700 Blöcke. Ah, hier ist erstmal so ein Sumpf, also. Aber hier können wir über die Seerosen ein bisschen jumpen. Das war richtig schlecht. Hast du nicht gerade noch gesagt, Experte für sowas? Das war mehr Ironie, Achso, weil ich da okay. auch die ganze Zeit noch runtergefallen bin. Oh, ich Oh finde, Gott, ist das. Jump'n'Run ist echt nicht meine Stärke. Mich Ist guckt das so ein ein Skelett so Marsch? böse an. Die Koordinaten für Stadt Blau habe ich sonst auch noch, wenn wir da irgendwann mal hin wollen. Wären die vielleicht näher gewesen? Kommt aus der hier raus. Und Yes. circa. Die sind nicht bei. Die sind bei X240, das wäre gut für uns gewesen, das sind nur 800 Blöcke. Aber Y wären das 5000. Na, das wäre noch im Endeffekt zu viel gewesen. Ungefähr. Die haben eben alle Dörfer schon ziemlich weit auseinander gebaut. Ja, finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, sonst können wir in einer Folge einfach mal schnell bei den anderen vorbeischauen. Würde ich auch nervig finden. Ja. Aber mit Pferd wäre es vielleicht doch nicht so schlau gewesen, immer hier bei dem Wasser. Hätten wir jedes Mal, dann sauft doch die Pferde immer so halb ab und. So, ich würde sagen, hier hast du ein Boot. Hinten ist das die richtige Richtung, wo ich gerade Ja, war. einfach Ah, hier hin. wie lenkt man? Einfach mit WASD. Hä? Meinst du, wenn ich nach rechts drücke, lenkt das nicht nach rechts? Also mit D, Ja, das das lenkt ja kann nach sein, das links. erste Mal. Oh Gott, du musst alle auf die Seerosen aufpassen, die, Ich fahre dich alle durch. Ja, Kann mein aber. Boot ist Kann ich gerade lenken? kaputt gegangen. Jetzt kann ich wieder mal lenken. Kann ich nicht mehr lenken. Wohin muss ich da? Okay, ich kann irgendwie durch alle Seerosen durchfahren. Ich bin voll der. Ich Nein, nicht nicht. an dem. Ich kann einfach den Rand berühren. Alter, bei mir leckt so, dass mein Boot jetzt Was? kaputt geht. Oh, aber ich bin gegen so einen scheiß Tentakelfiegel da geschwommen und Boot kaputt. Ich kann ja gerade irgendwie alles umfahren. Ich bin. Oh, jetzt ist auf einmal kaputt. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich auf einmal hier vorne. Das einfach hier vorne ist normal wieder. Ja, ich bin auch auf dem Land. Neunhundert bin ich da schon. Oh, jetzt haben sie sich mal Tschüss gesagt. Oh. Warte mal. Ich Ich muss bin dann. jetzt bei minus 600 und minus 2200. Was? Oh Gott, wir sind richtig weit auseinander. Ich bin jetzt genau auf der Koordinate. So. Jetzt müssen wir so in diese Richtung. 1900. Geh mal auf die Koordinate 1969 Y, Z. Was? Was willst du Z. jetzt? Ja. Guck mal, 1969. Ich glaube, Minus meinst du jetzt, Ja, oder? minus. Ich habe minus 2400. Ja, das ist verkehrt. Hey, wieso? Wohin müssen wir denn sein? Wir müssen auf minus 1900. Ach so, nur so wenig. Z jetzt. Ja. So, und was müssen wir X? Ich glaube, wir haben uns gerade ein bisschen verloren. Ist egal, ich komme einfach auf minus 1900, weil ich war der Meinung, dass wir auf minus 4000 oder sowas müssen. Und was mit Z? X? Minus 2000, oder? Ja. Das ist auch so, ne? Naja, okay, dann laufe ich jetzt Richtung Minus, also bei X eben weiter ins Minus und dann eben auf minus 1900 zu, dann müssen wir uns gleich wieder treffen. Und ich muss ja wieder Ja. essen. Unsere Koordinaten sind bei minus 4000. Ach so, ja, okay, dann bin ich ein bisschen falsch. Monster-Standbild, Vielleicht, eigentlich müsste es ein bisschen flüssiger laufen, weil die ja nicht mehr drauf sind, aber. Hat nur einer den Dings verlassen, oder? Ne, beide. Beide? Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist ja schon mal gut für uns. Ja.
Hat sich Phil noch mal gemeldet? Nö, irgendwie überhaupt nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Warte, Leute, ich schau mal ganz kurz nach. Ja. Kann mal anrufen. Das hier so. Monster-Standbild. Alter. Das Biom, wo ich hier gerade bin, Alter, das fordert mein. Das fordert aber gerade richtig, ey. Scheiße, ich muss echt einen neuen Rechner haben. Ey, ich sehe jetzt zu, dass ich die Tage die neuen Teile bekaufe, ey. Ey, sag nochmal was. Hallo? Ah, jetzt, weil ich für lange gerufen habe, warst du da immer ziemlich leise. Ey, jetzt hat er mir geschrieben, oder was der hält. Was denn? Doch nicht. Moment ist zu viel los, hab kaum noch Zeit. Nico hat geschrien, hat keine Zeit und Kraft oder so ein Scheiß an. Gerade aufzunehmen. Man braucht schon sehr viel Kraft hier, um Minecraft aufzunehmen, gebe ich. Das ist richtig, du glaubst gar nicht, wenn ich nachher hier, ne? Ich fall gleich so ins Bett und dann ist hier Feierabend für heute. Okay, ich bin jetzt bei Z-2100. Jetzt auf so einen großen Berg. Bist du schon bei minus 1900 direkt? Noch nicht, ich lauf da gerade wieder hin. Ich bin auf so einem riesen Berg gerade auch drauf gewesen. Ich musste da ein bisschen außen rumgehen, deswegen habe ich die Koordinaten ein bisschen geändert. Musste ich ändern. Ich hoffe echt, dass ich immer irgendwie Eisen am Berg hangen, so wie ich sehe, aber ich sehe nur Kohle. Könntest du jetzt eh nicht mitnehmen? Nein, ich wollte mir dann noch einen Truhe, einen Eimer machen mit Lava. Wenn ich drei Eisen durch Zufall sehen würde. Also jetzt, ich bin jetzt nicht direkt auf Eisen aus, aber wenn ich es schon mal sehe, dann würde ich jetzt mitnehmen. Alter, wir laufen jetzt schon 20 Minuten. Naja, ist ja klar, weil so bei 5000 Blöcken, dass man dann ein Stück läuft. Das ist ja Leute, erwartet. Das werden spannende Folgen. Ja, hab doch gesagt, ich mache das vielleicht einen Zeitraffer, aber ich würde sagen, ich habe so viel Zeitraffer gemacht. Das ist jetzt einmal, fast ins Wasser gefallen. Und ich glaube, den Rückweg mache ich einen Zeitraffer. Ja, das mache ich auch. Da, bleib stehen, bleib stehen! Ja, ich bin bei 1000 minus 1900. Sehe ich aber nicht auch dahin. Nö, bei dir warte ich jetzt nicht, nö. Ja, dann verpiss ich doch. Ja, jetzt sind sie wieder drauf. Ja, wieso sind sie wieder drauf? Folge. Oh, das ist aber schlecht für uns. Ach. Wird schon. Müssen wir einmal in Lauerstellung bleiben. Hello, das mit D oder T? Mit D, oder? Ich hab's jetzt mit T geschrieben. Ich komme da mal durcheinander. Seid. Pink. Achso. Hä? Pink? Hä, echt? Gibt's da Stadt Pink? Ich weiß es gerade nicht. Ich will jetzt dir nichts unterstellen. Nicht, dass ich jetzt sage, haha, Pink, die sind ja voll lustig oder so, dann gibt's wirklich eine Stadt Pink. Bin mir da gerade nicht sicher. Kannst du nachgucken? Dann warte ich kurz. Oder kannst du nicht? Doch, warte. Ja, ich bleib stehen. Ne, wir können ruhig weiterlaufen, ich gucke auf mein Handy. Achso, ach ja. Ja, stimmt. Lauf da jetzt ein bisschen schräg, Leute. Ich habe jetzt, total vergessen, dass du kein zweiten Bildschirm hast. Ich auch nicht. Ne. Ich hab kein Geld für sowas. Armer Junge bin ich. Ich lauf die ganze Zeit hier jetzt gerade so schräg den Berg hoch. Die Maus nicht bediene. Komm, YouTube öffne ich jetzt. Schau mir mal. Oh, der Affe mit Waffe hat 200 Abonnenten geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, GZ dafür, ne? Ach Leute, da wollte ich euch auch nochmal Danke dazu sagen. 200 Abonnenten, ihr seid die Besten. Ich wollte auch eigentlich in Watch Dogs noch so ein Abo-Speziale machen. Speziale, aber erstens ging zu der Zeit, als ich noch machen hätte können, die Server waren da überlastet. Und diese Multiplayer-Server, das was mit dem Handy und bla. Und als es dann hätte funktionieren können, ja, dann war eben so, gibt's Spiel Stadt Pink? Im Arsch. Ich guck gerade hier, wo ist meine da Mitspieler Stadt Türkis, Stadt Rot, Stadt Gelb, Stadt Orange, Blau, Stadt Grau. Ne, Stadt Pink gibt's nicht. Achso. Okay,
Okay, warte, sind wir noch? Wir sind schon wieder richtig abgedriftet. Wir sind schon wieder bei minus 2000. Wieder ein bisschen nach links. Ja, ich bin die ganze Zeit. Ups, fast goldenen Apfel gekriegt. Was will der mit Pink? Pink gibt's doch gar nicht. Hat er nochmal Pink geschrieben oder was? Ja. Gibt's nicht. Alter, vielleicht gibt's eine neue Stadt. Ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Aber das wäre mir neu. Wir haben was nicht mehr gekriegt. Da sind wir falsch. Komm, Schwein. Sind wir falsch? Wie sind wir falsch? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der gerade will. Was war's? Minus 2000? Minus 2200. Das sind wir gleich da, ist dir bewusst, oder? Ja, deswegen ist das scheiße für uns, wenn die nachher statt Orange sind. Das wäre ziemlich schlecht. Warte, ich kann ja mal kurz in Skype fragen, ob es eine Stadt Pink gibt. Gibt es nicht. Ich habe jetzt eigentlich nämlich auch keine Lust, jetzt reinzulaufen und dann warten die da nur auf uns und verarschen uns gerade. Du bist ja 100% sicher mit den Koordinaten. Ich habe das Dorf gefunden. Echt? Ja, ich habe ein Dorf gefunden. Ja, ich bin mir sicher. Okay. Alter, wie schnell warst du da? Na gut, ich habe noch zwischendurch jetzt ein paar Schweine getötet und die ganze Zeit stehen geblieben und auf mein Handy geschaut. So, das ist jetzt Stadt Orange. Wo bist du? Na, ich bin noch 400 Blöcke entfernt. Was? Ich bin jetzt bei minus 1900. Also bei X. Ja, du bist schon ein ganzes Stück weiter gelaufen, als ich noch Schweine getötet habe da gerade und dann habe ich auf mein Handy geguckt, stand da nochmal ein, zwei Minuten, habe da noch kurz bei Skype geschrieben, ob das Pink gibt. Da läuft man schon mal so 300 Blöcke. Da muss ich noch immer dieses dumme Fleisch essen, dieses rohe. Also als nächstes müssen wir zu Stadt Blau. Jetzt müssen wir erstmal die Kisten looten und ein bisschen und so. Hoffen, dass die da ein bisschen... Oh scheiße, die sind hier. Echt? Ja, das ist Stadt Orange. Wo bist du? Warte noch, warte. Ja, ja. Ich bin jetzt bei minus 2100. Leute, jetzt wird's spannend. Jetzt kann ich so spannende Musik. Ich suche für euch jetzt extra spannende Musik, weil ich das nicht mache. Ihr könnt dann Dislike geben, weil ich sag so manchmal sowas und dann vergesse ich das oder mach's okay. Ich sneak gerade weg. Und sag mir deine direkten Koordinaten. Minus 2160. Und genau 2000. Genau 2000. Du bist so rechts davon, oder? Ja, ich sehe da hinten irgendwie laufen. Ich sehe da hinten jemanden laufen. Ich mache mal meine Chance höher. Wo bist du? Da, ich sehe alle drei. Ich sehe beide. Ich weiß nicht, ob die mich sehen. Wo bist du denn? Ich bin außerhalb der Stadt. Alter, ich sehe die einfach durch die Gegend schweben, weil die Chunks irgendwo nicht geladen sind. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ich bin in so einem Fluss. Wie in einem Fluss? Ich bin in einem Fluss. So ein Fluss. Guck dir mal da draußen. Puh, da. Ich bin jetzt bei minus 2140 und bei 1860. Achso, dann bist du bei dem alten Dorf. Ja, warte, ich komm zu dem Dorf. Ich sehe die da hinten. Ich hab übelst Schiss gerade. Ja, ich finde das jetzt gerade auch nicht so witzig. Ich sehe die. Warte, lass Nico und diese anschreiben. Nein, 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 nein. Schreib die nicht an. Wenn die gleich wieder aufgehen, dann gehen wir da hin. Lass hier rumsneaken und gucken, ob in den Häusern irgendwo was ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine Truhe. Sneak, 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 sneak. Ist da was drin? Bist du? Ich höre dich nur essen. Ich höre mich... Ja. Die sind an ihrem Haus. Ich weiß nicht, ob die uns gesehen haben. Die waren gerade draußen. Ist was drin in den Truhen? Da ist keine Truhe, da war da so ein Loch in der Ecke. Da denke ich mal, dass du da... Ich sneak mich ein bisschen an. Wie, du sneakst dich an? Oh. Ich bin doch hier gerade näher zu denen. Was sneak die ganze Zeit.
Bilder auf den Berg drauf, die von oben beobachten. Ich will gucken, ob man sieht, wo die ihre Sterne vielleicht verstecken. Sieht, wo man auf dem Berg steht und dann runterschaue. Die Frage ist, wo du jetzt gerade bist. Ja, vor den Häusern, draußen, Richtung der Häuser laufe ich gerade. Da, siehst du mich doch. Ich sehe, guck dich ja, ja, ey, der läuft da hinten rum. Jetzt ganz schnell, los, hinter dem Berg, los. Ah, kann ich sprinten jetzt. Geh da nicht so nah ran, die sehen uns. Ich hab die gerade über ein paar ganz schön lang gesehen. Ja, ich auch, das heißt ja. Aber die glaube ich nicht, dass die jetzt genau nach uns, weil wir schauen ja genau nach ihren Namen und sie denken doch bestimmt nicht, dass jetzt gerade in 20 Minuten 5000 Blöcke gelaufen sind. Ich kletter hier gerade den Berg hoch. Und wenn wir jetzt gleich sterben, ist das scheißegal, dann war das wenigstens mal eine witzige Aufnahme. Ja, dann wenigstens mal was passiert, Leute. Ja, echt. Muss ich nur noch Musik finden, die so spannend ist und GEMA-frei. Bei Google eingeben, spannende GEMA-freie Musik. So, wir werden jetzt, das ist vielleicht ein bisschen kacke für die Aufnahme, aber wir warten, bis die ihre Dings da gleich beendet haben. Ihre Aufnahme. Wir werden dann zu der Butze hingehen, werden die Kisten looten und wenn die Jungs wieder online kommen, dann überraschen wir die und machen die platt. Da nicht sehr, sehr darauf. Machen wir gerade ein. Läufst du hinter mir her? Nein. Oh, was machst du? Ich versuche mich anzusneaken. Naja, und ich auch. Ich gehe auf den Berg gerade hoch. Ich sehe dich. Du sneakst gar nicht. Ja, jetzt. Ich habe mir gerade Dirt ausgewählt, damit ich hier so eine Treppe bauen kann. Da sind die beiden. Siehst du die Namen? Guck gerade nicht. Ja, ich hab keine. Da unten hocken. Alter, sie. Ich bin gerade richtig. Oh oh. Ja, auch unter Adrenalin ist das erste Mal, das bist du, Alter. Ich hab war auf einmal direkt einen Namen rum. Die schießen. Wer schießt? Und auf dich hat jemand geschossen. Ja, das scheiß Skelett. Achso. Aber die sehen meinen Namen, ich muss weiter weg, Alter. Pass auf, da steht auch ein Creeper, ne? Bist du sicher, dass das ein Skelett ist, das auf dich schießt? Ja. Ich habe nur einen Pfeil gesehen und gehört, dass dich einer abgeschossen hat. Oh. Alter, das hören die doch. Ja, ich konnte da nichts für. Wo sind die Nahen? Die sneaken jetzt auch. Ich kann da nichts für, sind so viele Zombies, was soll ich denn machen? Die sind hinter uns. Die sind. Siehst du, die Namen sind hier unten. Komm jetzt auf den Berg hinter mir hoch. Hier unten sind die. Siehst du? Ja. Lass dir den Berg einfach hochlaufen. Hoch. Die können unseren Namen, glaube ich, nicht mehr so gut erkennen. Doch, was liegt trotzdem. Gib nur ja, mal sicher. Gut. Oh. Was ist denn das? Oder die haben gesagt, die können nicht 21 Uhr länger aufnehmen. Ich denke mal, die machen 21 Uhr Schluss. Hier da unten ist ihr Haus. Hast du ihn gesehen? Nee, aber ich sehe das Haus in ihrem Namen. Okay, die laufen rechts. Da unten ist er. Ich könnte jetzt abschießen, aber mach ich. Nein, hör auf. Ja. Sieht ihr? Er läuft in sein Haus rein. Also, die werden hier. Ich sehe eine Truhe von hier versteckt. Wo? Da, guck mal, warte. Wo bist ja, du? Ja, da, hier ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Da ist sehr wahrscheinlich, da ist sehr wahrscheinlich irgendwas drin. Ich sag immer, da ist sehr wahrscheinlich was drin ist. Ja. Und wir immer so doppelt. Pass auf, dass die nicht jemand rauskommen. Wenn kannst die... mal gucken. Oh, geh zurück. Ja, frag, warte. Was machst du? Alter, du glaubst gar nicht, Junge, ich bin gerade ein bisschen am Zittern, so. Noch 3 Minuten nehmen die auch. Alles klar. Leute, die 3 Minuten warten wir jetzt noch und dann gehen wir ganz schnell nach unten. Wenn die wissen, dass wir sie gerade beobachten, die sind hier links neben mir. Echt? Ja, also die sind hier unten. Oh. Die dürfen dich nicht hören. Was soll ich machen? Ja, aber die dürfen sich auch nicht, viel zu weit weg, die sind gerade. Wo sind die? Da unten. Die kämpfen gerade auch mit Zombies aus.